Verlauf des Abends. Nein, hier vorne ist noch eine Wortmeldung in der ersten Reihe. Nein. Frau Thiemann, dann dürfen Sie gerne noch. Also was mich während dieser ganzen Diskussion gestört hat, ist, dass die Opfer, die hier auch sitzen und die teilweise auch nicht diese glückliche psychische Disposition haben, dass sie damit gekonnt umgegangen sind, dass die hier immer in eine Ecke gedrängt werden, wo sie sich eigentlich immer wieder verteidigen müssen. Ja, sie sind verleumdet, sie verleumden, sie machen dies und jenes. Und ich gehe davon aus, dass die Leute, die auch Frau Burgsmüller berichtet haben, dass keiner von denen gelogen hat, denn die haben ewig gebraucht, bis sie überhaupt was sagen konnten. Und davon auszugehen, dass man, ja, man kann jemanden fertig machen, wenn man das nur behauptet, das wird tendenziell immer diesen Opfern unterstellt und tendenziell wird das immer auch benutzt, um dann wiederum andere, und zwar die Täter, irgendwie wieder in ein Licht zu setzen und sie zu verteidigen. Diese gespaltene Persönlichkeit Gerold Becker, der ein Verbrecher ist und Dutzende von Menschen das Leben zerstört hat, diese gespaltene Persönlichkeit hältst du aufrecht, indem du immer wieder sagst, er war ein toller Redner, er war ein toller Aufsatzschreiber, und das stört mich ungemein. Vielleicht dann was ganz direkt, kurz antworten, ich muss doch, natürlich macht es das sehr, sehr viel schmerzhafter, wenn ich nur sage, der war eben Gaukler und schlechter Pädagoge, war er auch, und er konnte schreiben, nicht schreiben, dann ist es wahnsinnig einfach. Das Schmerzhafte ist doch gerade, dass er diese beiden Seiten hatte. Natürlich war er ein Verbrecher, wir kommen zu einem ähnlichen Urteil. Ich will aber noch eines sagen, keiner sagt, die Opfer werden hier erneut in irgendeine Ecke gestellt. Nur sozusagen auch der Opferstatus kann nicht davon ablenken oder von der Notwendigkeit entbinden, manche Sachen schlicht zu überprüfen. Und das ist nicht geschehen. Ich muss in jedem Rechtsstaat muss ich die Beschuldigten hören. Und wenn das nicht passiert, ist dieser Bericht, der vorgelegt wurde von den beiden Juristinnen, ob sie unabhängig waren, sie waren im Auftrag der Schule, gut, sei dahingestellt. Aber in dem Moment ist der für mich nicht zu akzeptieren. Sorry. Das ist für mich eines der großen Tragödien, dass diese Fälle nicht vor Gericht gekommen sind. Denn dann wäre diese Wahrheitsfindung erfolgt, dann hätte man den ganzen Aufwand getrieben, den sie mit Recht einfordern. Das ist nicht geschehen. Das kann man auch nicht nachholen, man kann keine Gerichtsverhandlungen simulieren und so weiter und so fort. Und das ist eine der Tragödien dieses Ganzen, dass das so spät offenbar wurde, verjährt ist. Denn dann wären die Opfer richtig zu Wort gekommen und dann hätte das Gericht genau diese Prüfung vorgenommen, die auch einzelne Juristinnen nicht vornehmen können. Das ist ja insofern in gewisser Weise auch eine Beforderung. Wenn sie alle hätten hören wollen, hätten sie ja wie eine Richterin da sitzen müssen. Aber das ist die eigentliche Tragödie, dass diese Gerichtsverhandlungen nicht mehr stattfinden können, um der Wahrheit näher zu kommen. Ganz kurz, und dann gab es die nächste Wortmeldung. Bitte ganz kurz. Ja. Trotzdem ist immer erstmal der Verdacht bei den Opfern, dass da irgendwas falsch gesagt wird. Und es wird hier versucht, die Täter eher zu schützen als... Nein! Als, nein. Doch. Nein! Und wer redet denn von dem False Memory eines Jürgen K.? Jürgen K. hat mich angerufen, hat sich bei mir entschuldigt, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass er irgendwie begriffen hat, was er eigentlich angestellt hat. Und er verteidigt sich, und er verteidigt das, dass er irgendwie zu alt wäre und sich die Sachen nicht mehr erinnern kann. Ja. Aber von dass er irgendwie da mal was, dass er Fehler gemacht hat, dass er Leute geschädigt hat, das ist... Darüber schreibe ich 20 Seiten, klar. Aber False Memory wird in Zusammenhang mit einem vermeintlichen Opfer gebracht. Gerold Becker wird vorgeworfen, dass er das nicht nur verdrängt hat, sondern dass er es leugnet. Das ist doch viel schlimmer, dass der überhaupt nicht null eingesehen hat, das Verbrechen, was er gemacht hat. So, jetzt haben wir vorne eine Wortmeldung in der ersten Reihe. Moment, die Dame, genau, Dankeschön. So. Also es gäbe dafür sicherlich sehr viel zu sagen. Und ich meine, ich verfolge das ja jetzt hier schon etwas länger. Also einmal würde ich sagen, dass das, was in diesem Bericht, was du ja so stark anzweifelst, dass das eben alles nicht geprüft sei, das ja nicht stimmt. Denn ich meine, es gibt natürlich auch Möglichkeiten, solche Sachen zu überprüfen, indem einfach Leute, die sich zum Beispiel nicht kennen, die sich auch während ihrer Schulzeit nicht begegnet sind, das Gleiche aussagen, ist ein sehr oder starkes Indiz. Und ich meine, wir hätten sicherlich, wenn die vor Gericht gekommen wären, diese Fälle,
klar erlebt, dass diese Täter wirklich Täter sind. Und deswegen ist es ja auch in dem Bericht so, dass die Täter, wo es eindeutig ist, namentlich genannt werden, weil einfach es ganz klar ist, dass selbst wenn die gegen die Schule klagen würden, die Täter, ja, hinten runterfallen würden, weil es eben eine erdrückende Beweislast gibt. Und ich denke, das muss man einfach auch zur Kenntnis nehmen. Und was noch hinzukommt, ist, dass es eben genügend Betroffene gibt, die auch nach so einer langen Zeit es nicht schaffen, darüber zu sprechen. Und denen wird es jetzt natürlich sehr schwer gemacht. Ich meine, deswegen ist es auch so schwer und deswegen ist in dem Bericht eben auch von 5 weiteren Tätern die Rede, die eben nicht namentlich benannt werden können, weil eben momentan es so ist, dass eben in unserem Rechtsstaat es nicht ausreichen würde. Aber die Hinweise, die dafür da sind, sind schon ein wirklich mehr als nur ein Indiz. Und ich denke mal, das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Man kann nicht jetzt hergehen und sagen, mein Gott, die haben alle Erinnerungslücken. Ja, ich sehe, dass das immer zweischneidig ist. Aber ich finde wirklich, dass man hier sehr differenziert sein muss und auch aufpassen muss und jetzt nicht in Bausch und Bogen sagen muss, dass dieser Bericht, sagen wir mal, nur dazu führt, dass wir jetzt hier ganz viele Unschuldige beschuldigt haben. Frau Thielmann, Sie hat sich kurz gemeldet, das Mikrofon weiter. Und kurze Frage von mir. Kann es auch sein, wenn ich mir diese Diskussion das anhöre, dass wir eigentlich auf zwei verschiedenen Ebenen diskutieren? Das eine ist in der Tat die Betroffenenfrage und die Erlebnisse, die, glaube ich, niemand auch in Frage stellen möchte, und das Leid, was die Opfer erlebt haben, auf der anderen Seite das System eines Rechtsstaates, in dem erst einmal die Unschuldsvermutung gilt. Also nicht nur erlebt haben, sondern heute noch erleben. Die Lebenswege sind auf Dauer gebrochen und kaputt bei manchen, und zwar nicht bei einem oder zwei, sondern bei sehr vielen mehr. Und dann zu sagen, okay, das war die Vergangenheit und das ist nicht so. Die Unschuldsvermutung, ich war 40 Jahre Richterin und davon den größten Teil Strafrichterin, das auch mal mit zu der Frage von Inkompetenz in Glaubwürdigkeitsbeurteilungen. Und Frau Burgsmüller ist seit 30 Jahren, vertritt die Missbrauchsopfer in der Nebenklage und hat viele Gutachten auch, beziehungsweise auch Artikel geschrieben über Glaubwürdigkeit und Aussagepsychologie. Aber gut, ich finde, so eine kleinliche Streiterei möchte ich jetzt nicht haben. Was hätten wir denn als Alternative gehabt? Was wäre die Alternative gewesen? Es stand innerhalb von wenigen Wochen, stand es fest, dass eigentlich alle Fälle verjährt sind. Und das hat ja auch die Staatsanwaltschaft dazu gebracht, das Buch ziemlich schnell zuzumachen. Und da muss ich auch noch mal einen Punkt sagen. Herr Jens, Sie haben sich hier hingesetzt und haben gesagt, mit großem Tamtam wurde die Akte an die Staatsanwaltschaft von Frau Kaufmann übergeben. Frau Burgsmüller hat es richtig gestellt. Aber in diesem Saal, wenn Frau Burgsmüller, die eigentlich nicht kommen konnte, weil sie erst spät aus Berlin zurückgekommen ist, jetzt das nicht gesagt hätte, dass die Staatsanwaltschaft mit einem Durchsuchungsbeschluss kam, der schon vorhanden war, dann wäre es hier so stehen geblieben. Dann wäre die Wahrheit wär die gewesen, ja, Frau Kaufmann hat mit großem Tamtam die Akten rausgegeben. Aber Herr Buhl, nochmal zu Ihnen. Moment, also, wir sollen zwar der Reihe nach. Bevor der nächste jetzt, meine Reihe ist jetzt der Herr Buhl, dem ich sagen will, was hätten wir als